Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer weiteren Folge oder vielleicht ein weiteres Setup-Guide meines Empfehlens oder, naja, ich und ACC für das Training in Mesano, das Italien, die schöne Strecke ist. Und ja, am 12.8. beginnt natürlich das neue Rennen, das neue geile Community-Rennen bei Huma. Und wie gesagt, ich habe mir hier was Neues geholt, das werde ich auch noch dazu einen kleinen Link machen. Und wir werden einfach jetzt heute mal ein bisschen Training fahren, einfach mal just for fun sagen, was abgeht. Und dementsprechend wird auch gleich noch ein Test mit dem Shortcut sein und quasi wie ich damit quasi fahre. Ja, also wie gesagt, Setup machen wir zum späteren Zeitpunkt. Wird es jetzt nicht schnell durchgehen wollen, aber wie gesagt, selbst da brauche ich noch ein bisschen Hilfe. Ich habe da hier und da mal ein bisschen was geändert, kommt aber noch, dass das sich ja noch was ändert. Ich würde einfach mal sagen, wir fahren jetzt einfach mal 3 Runden, weil wie gesagt, wir haben 23 Grad und ich hatte mal einen guten Erfolg gehabt, dass ich guten Wert hat zwischen 27,1 und 27,5. Wie oft, so wie ich bin, hab's vergessen abzuspeichern. Und ja, deswegen, ich werde jetzt einfach mal ein paar Runden so fahren und dann hoffen wir, dass wir gleich die Werte dann wieder sehen, ne? Also, nachdem ich jetzt ein bisschen drei Runden gefahren bin, ich habe mir Zusatz immer mit 5 Runden Sprit mitgenommen, quasi 15 Liter. Und wie man sieht, beim PSI 26,8, 26,4. Ich komme wirklich auf mein Ergebnis mit dem Reifendruck, dass ich wirklich komplett grün bin bei 23 Grad. Naja, also wie gesagt, so von den Temperaturen war ich bei 27,5, 27,8. Also es war genau richtig drin. Ich habe natürlich auch noch einen Screenshot gemacht, das füge ich natürlich noch danach ein. Mit der Elektronik, wie gesagt, da könnt ihr variieren, wie ihr möchtet. Ich fahre halt 4,4, ABS 4, also da und... kann aber auch sein, dass ich TC3 auch oder 2 auch manchmal nehme. Wie gesagt, jetzt im Moment aktuell habe ich TC2 genommen. Habe zwar noch ein bisschen Probleme gehabt mit den Bremsen, aber fürs Rennen so muss ich nicht auf der ECU auf 1 fahren, sondern habe auch jetzt gerade auch eine schöne Runde 1,42 hingelegt mit dem Steuerungstyp E Motormapping 5. Ja, also da geht nicht immer um das Schnellste, sondern auch um das, was man da hat. So, Kraftstoff, wie gesagt, 15 Liter mitgenommen. Und natürlich auch hier für den ersten Reifensatz quasi auch das weiterhin so passen. Mechanischer Grip an sich bin ich mit der Einstellung sehr zufrieden. Nur was halt das Problem ist, die erfährt sich gut. Ist halt nur ein bisschen, ja, schwammig, also keine ruckartigen Bewegungen darf ich machen. Ansonsten, Kiesbett lässt grüßen. Ich bin auch mit Bremskraft, dazu kurz mal erwähnen, 5% weniger, dass ich halt ein viel geschmeidigeres Gefühl habe zum Bremsen, vor allem in den Kurven anfangen. Und so an sich, nee. Kann ich mir das leider nicht so vorstellen. Also wie gesagt, wir gucken uns gleich nochmal die Wiederholung an. Und da könnt ihr das quasi dann auch mal sehen. Deswegen werde ich auch mit 100% Bremskraft fahren. Stoßdämpfer her. Habe ich für mich grob jetzt nichts geändert. Ich bin so, habe so gelassen, wie es ist. Fahrt da auch eigentlich ziemlich gut. Bis auf die Bodenfreiheit 65, 60. Und Bremsluftkanäle 3,3, so wie der Heckspoiler ein bisschen runtergesetzt, dass ich mehr Kontrolle habe. Ob das jetzt so dementsprechend gut ist, ja, schauen wir mal. Aber wie gesagt, ihr seht auch jetzt hier schon oben, 24 Grad haben wir schon auf der Strecke. Ob das dementsprechend so ist, das mag ich so zu so bezweifeln. So, und da ging es auch schon los mit dem Ganzen. Man kann ja auch sehen, dass da ein bisschen was geändert habe. Selbst bei dem Einfahren der Strecke ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig ist. Ich meine, ihr werdet es auch in der ersten Runde sehen. Nur ein bisschen die Reifen aufzuwärmen. Ich schalte mal das HUD dazu. Dass man mal sehen kann,
was da so ist. Ne? Mit 14 Liter, 4 Runden. Ging es eigentlich quasi erstmal nur dran, ein bisschen die Reifen aufzuwärmen und dann mal zu gucken, wie sich dann das Ganze da dementsprechend auch so verhält. Ne? Da sieht man schon, zu weit rausgekommen. Man denkt schon, man hätte die Strecke gut im Griff, versucht halt mal wieder sein Bestes und dann halt sowas, ne? Man kann auch wunderbar unten sehen, Gasbremse und das Map 544, also es wird sich auch noch gleich ändern. Balance der Bremse habe ich auf 65% so weit gelassen. Ansonsten die Doppelrechts hier, die kann man richtig gut nehmen. Na, hätte ich weiter rausgehen können. Oh, und dann beginnt es schon mal mit der zweiten Runde. Ja, man hat schon gesehen, na, diese Doppel, die Links-Rechts-Schikane hier, die hat es doch schon in sich. Mit dem V12 ist es machbar. Man muss halt nur ein bisschen üben. Deswegen war ja schon in der Zeit, wie gesagt, ich habe jetzt 6 Wochen Urlaub und ab und zu, wenn es morgens die Zeit zulässt, ist wirklich mein morgendliches Ritual. Frühstückst, Kaffee und dementsprechend dann auch das Omsi-Fahren und das Training für die Strecke im ACC, ne? So, TC3 habe ich jetzt geändert von 4, ne? Map 5, ABS 4 gelassen. Ich finde es leider schade, dass man das nicht sieht, wie man die Reifen sich warm fährt, wie optimal sie das in dem Harz halt mit drin ist. Weil es eigentlich schon sehr, sehr interessant und da seht ihr das. Kiesbett lässt grüßen. So, Runde 3. Da perfekte Ausfahrt. Naja, bis aufs Kiesbett. Oder auf den Rasen. Diesmal habe ich sie viel besser genommen. Ungültige Runde mit 1:46.065. Naja, da auch schon wieder. Und wenn man halt nicht aufpasst, grüßt die Ausfahrt. Ja, ab und zu habe ich natürlich auch in der Runde wieder ein bisschen auf die Zeit geschaut. Weil das halt für mich halt schon ein bisschen problematisch war. Und ich bin jetzt vom Map 5 auf Map 4 in die Runde gegangen. Weil ich denke, auch die Runde wird dann, war ja auch ungültig. Ich denke nicht, sie war es sogar. Und dementsprechend habe ich auch das Ganze hier ein bisschen weiter für die Reifen genommen zum Aufwärmen. Und ich denke, bei der dritten oder bei der vierten Runde würde es dann quasi die 1,42 dann quasi bekommen. Ja, man sieht's, ne? Wenn man halt nicht aufpasst. Das waren auch die Erfahrungen mit diesen 5%, ne, wo ich halt die Bremskraft runtergenommen habe, um ein besseres Gefühl für die Bremsen zu bekommen. Man kann vielleicht die Bremskanäle vielleicht etwas höher machen und die Bremsen dementsprechend Bremskraft bei 95% zu machen. Und dementsprechend habe ich gedacht, no. Das passt jetzt erstmal und so kommt quasi jetzt die. Rundenzeit.
Für die Außenansicht so zu fahren, wäre es vielleicht optimal gewesen, aber ja. Aber man sieht auch, ich hätte noch viel weiter rausfahren können. Bin schon auf TC2 von 3, ne? Schöne Curve rein, raus beschleunigt. Für meine Verhältnisse aber sind es eigentlich gut. Links. Dementsprechend reingefahren. Und mit dem zweiten hier raus zu beschleunigen. Curve links. Gerade durchbeschleunigen. Da hätte ich mehr rollen lassen können, aber da hat man gemerkt, dass das Auto hinten ziemlich gut übersteuert. Das wollte wieder nach vorne. Hier hätten wir wunderbar an diesen zwei Rechtsschikanen oder auch hier mit dem dritten, mit dem zweiten und hier ab 55 Meter schön bremsen können. Rein laufen lassen, beschleunigen und raus mit dem Hobel. Ja. Das war dann im Endeffekt einer meiner besten Zeit, die ich rausgeholt hatte. Und quasi jetzt haben wir von der ranachen Kameraansicht mit Runde 4. Ihr seht oben die 1,42. So kann man das entsprechend gut gefahren bin. Bin auch eigentlich sehr zufrieden. Klar kann man das noch toppen. Aber dementsprechend, ja. Für ein V12 und für, naja, einen Anfänger ist das eigentlich, finde ich, nach meiner Meinung eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ne? Das ist eine 1,42,977. Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab, Instem Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung. So, da sind wir auch schon bei den Rennhighlights. Die Einführungsrunde hier komplett mit dem Führenden, den lieben Anderson. Und hier gibt es auch schon los in den Start rein, in die erste Kurve. Und einmal achte bitte auf den orangenen BMW verbremst und natürlich einen Haufen Crash verursacht. Und da auch schon die drei Ferraris. Vorne weg und ja, ganz auch noch mal kurz von einer anderen Perspektive. Da noch mal der Schuss vom Ferrari, aber ich denke einfach mal, das war einfach unabsichtlich gewesen. Und ja, selbst in der nächsten Kurve, wo sich doch mal die einigen sich gut orientiert hatten, schnell sich wieder in die Spur bekommen könnten. Und ja, ist eigentlich der schicke Ferrari da vorne richtig gut unterwegs, also Kleber hin oder her. Weg ist er. Das Startfeld von hinten angeführt, natürlich die von Hard Germany und ja, auch von hinten. Ja, sieht man das Ganze, wie blödig ist. Ich selbst auf Platz 20, habe nicht damit großartig gerechnet und ja, selbst gab es da die einen und anderen, der aus der Boxengasse starten musste. Und zwar war es die Platz 23 und ja, da gab es schon den einen und anderen Gerangel, aber wie gesagt, was soll man denn da machen, wenn man halt fahren will, fahrt man halt. Aber ja, das harte Bremsen am Anfang, da achte mal auf den BMW mit den harten Bremsen, auch vor ihm noch einen anderen BMW, der sich da toll verschätzt hat, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall schön hinten reingeknallt und ja, da dieser erste Crash der ersten Rechtskurve nach Start und Ziel natürlich verursacht. Natürlich ja, war es natürlich turbulent. Da hinten waren schon die nächsten Crashes angesagt. Aber ja, dementsprechend war es für mich auch ein, ja, sagen wir mal, Schnuppern der vorderen Plätze, die sich nach und nach dann alle sich dann ne, mir holen könnte. Aber dann auch dann nochmal den nächsten Crash.
wo da gewesen ist. Und da gab es auch noch den nächsten Stupser da unten von dem, die drei Kuschelrunde. Und ja, Endeffekt dann auf Platz 11 hochgerutscht. Kurzfristig, aber ja, dementsprechend auch weiter Gas gegeben. So, auch hier ein schöner Zweikampf. Schön die Linie vorbeigelassen. Ja, auch wieder eine schöne Überholung, sag ich mal. Die haben sich ja hier ein Kampf nach dem anderen bitter, richtig bitter geleistet. Ne? Und ja, dass Ferrari von der Box aus starten dürfte oder müsste. Aber ja. Ja, ich Platz 14, kaum die Linie, also ich hatte auch noch am Ende einen schönen Kampf gehabt. Ja, man sieht, ich und die gefahren, das ging überhaupt gar nicht. Hätte fast sogar noch den BMW abgeräumt, ja, auch wenn er ein bisschen Platz war. Ein bisschen übertrieben Platz gebracht, aber ja, so ist ja das Ganze da auch ein bisschen gut gelungen. Ja, das Feld hat sich dann nach und nach dann auch schön verstreut. Es hat jeder seine... Oh, und da auch nochmal, war das ein Verbremser, war das ein, naja, ich stitch dich mal an. Also ich vermute eher, dass es mal ein Verbremser war. Aber das hat dem Porsche natürlich auch nicht richtig gut getan. Also da dürft schon den ein und andere, naja, ich heb die Fäuste auch mal geschrien haben. Hier, was soll denn der Scheiß, ne? Und ja. Dann auch noch mal schön der Dreier. Die Nummer 9 Rutschbach mit dem Ferrari. Oh, da hat sich aber das war heftig. Hätte ja fast auch böse enden können, aber hier im Endeffekt schön gelöst. Schön fair. Ja, und dann nochmal hier den Patterson im ersten Martin unterwegs. Dürft eine Überrundung sein. Jawohl, schön Platz gemacht. Richtig schön fair. Und nach geht's weiter mit den Überrundungen. Ein hin und ein her. Auch ein schöner Platz 5. Überrundung oder keine Überrundung. Auch wieder Side by Side schön gefahren, schön Platz gemacht. Ja, ich meine, es wäre auch eine schöne Kombi gewesen, hier in die Kurve reinzufahren. Ein richtig schönes Kämpchen. So, und da dann die drei führenden Ferraris da, die sich gegenseitig mal die Abgase schnuppern. Also, ja, der eine klebt den anderen schon richtig hinten an. Platz gemacht, schön rausgefahren, Windschatten mitgeholt. Und so konnte er quasi dann schön überholen. Ja, der ein und andere Ausrutscher gab es natürlich auch schon. Ja. Ich meine, wenn man hier gerade die Ideallinie nicht gerade so nimmt, und dann hat man auch natürlich hier. Moment, denn das war bei dem Team Müller los. Überrundung. Oh, da hat es einfach viel zu groß gepatscht. Ja. Aber der eine und andere hat schon einen sehr starken Schaden mitgenommen. Also das hätte man schon, ja, böse enden können. Also. Gegen BMW oder war es auch nur eine Überrundung? Aber hier auch ich, ja. Merkt man schon, wer wieder hier das Schnellere ist. Und hier nochmal Windschatten mitnehmen wollen. Also Fight by Fight. Da gab es schon sehr viele schöne Kämpfe, die mir sehr gut gefallen haben. Und ja.
Hat ein anderer, hat doch schon hier richtig sich wirklich gelohnt. Ja, also. Da muss nicht einer, wer überholen wollt, wer nicht. Nimmst du mir die Vorfahrt oder nimmst du nicht? Sicherheitshalber immer hinterm Mann bleiben. Und die nächste Gerade dann abwarten, hier schön im Windschatten mitfahren. So, und dann haben wir auch schon hier eine Disqualifikation. Ich habe im Nachhinein rausgehört, dass ein Fahrzeug zu schnell gefahren ist, aber ich bin mal leider ausgeschieden. Ich habe es auch gar nicht erst großartig mitbekommen, weil wie gesagt, ich habe halt mich mehr auf das Rennen konzentriert und das werden wir auch dann noch im Nachhinein, nach den Highlights da quasi richtig sehen. Und auch nochmal eine kurze Analyse betreiben. Ja. Und jetzt auch hier nochmal der schöne Porsche, auch nochmal eine 30 Sekunden Strafe bekommen hat. Warum auch immer, das werden wir uns auch noch sehen. Warum das passiert ist. Aber der ein und andere, ja. Ja, dann ging es langsam ran, den Boxenstopp für den einen anderen zu bewerkstelligen. Ich habe so 20, 26 Minuten vor Rundenende oder vor Rennende meine Strategie genutzt. Ja, hat sich dann doch leider nicht behauptet. Auch hier nochmal eine Überrundung. Und ja, wenn wir schon die oben hier platzierten, da schon sieht, sogar jetzt hat sich ein BMW mit hoch gearbeitet, aber es wird nicht lang so bleiben. Oder wird es doch so bleiben? Ja. Ich hatte natürlich dann auch mit dem Zweikampf am Ende noch mit der einen Ferrari gehabt. Und war auch sehr überrascht, eine schöne Platzierung bekommen zu haben. Auch hier wieder das schöne Trio. Das Trio der BMW unterwegs ist. Also da kann man. Merkt man auch, dass die Fahrzeuge richtig auch schön vom Setup Power haben, ne? Also das ist sehr, sehr, sehr schön. Und meine Wenigkeit, Platz 14 da rumzudümpeln. Hier nochmal. Ja, und darf da auch nochmal das Windschatten, schöne Fahrt mitnehmen. Ausziehen. Schafft das nicht, der Fremdstreck. Jawohl, durchgelassen. Ja. Naja. Ah, und dann wieder schön den Wechsel. Hätte er mir nach innen gezogen, wäre das natürlich auch ein schöner Fight gewesen. Aber so schön Platz gelassen und auch hier wieder ein schöner Wechsel. Also würde man das als Aufnahme gebrauchen, ein Hin und Her, ein schöner Wechsel. Ja, tolle Aufnahmen kann man fast schon dazu sagen. Ne? Ja, dann auch hier wieder schön Seite bei Seite die Kurve mit den BMWs da rein. Also kann man eigentlich nichts dazu sagen. Aber auch im Hintergrund. So, und dann auch nochmal den Ghostie. Jo, schön einfach Bremse rausgerutscht. Aber da hat der Hintermann jetzt die Möglichkeit, ihn zu überholen. Der bremst ab, er kriegt. Ah, klar. Die innere Spur. Da war der Lamborghini dann im Endeffekt schneller gewesen. Mehr Speed. Aber ja, hinter Mann lässt sich nicht so schnell einstellen. Ja, und dann meiner Wenigkeit. Ich Platz 14 verteidigt gegen Platz 15. Das war. Ja, da. Hätte man sich drüber streiten. Aber ja.
das war schon so ein kleiner Highlight. Vor allem habe ich natürlich nicht abräumen wollen. Auch hier ein schöner Fight hier. Ja. Ganz klare Verteidigung. Aber dann doch lieber zurückziehen, vorbeischlossen und ihm doch gewähren. Weil er doch nicht. Wie gesagt, es sind ein und andere schöne Fights dabei. Da könnte man sich wirklich das Popcorn und Flasche Bier hinstellen. Und dann natürlich hier richtig gut sich eingönnen. Die meisten, was ist denn da passiert? Eine BMW hat sich selber abgeräumt, da wusste nicht mehr, wer wohin fährt. Ach du lieber nein, aber dementsprechend ja, hat es dann doch fairerweise das Trio. Also man hat auch im ganzen Rennen mal gesehen, Platz 10, 11 und 12 hier die, das Trio der BMWs, ne? Also hier. Oh, was ist hier denn passiert? Verbremser, Verrutscher, wie auch immer. Hat's gemacht, schön fair, wieder reingerutscht. Eingerutscht, reingefahren, aber ja, dementsprechend war es ja okay. Ja, vielleicht sieht man das auch noch im Platz 13, nicht? Doch nicht, dann Platz 3. Schön Fight. BMW gegen Ferrari. War aber knapp. Da hätte man fast eine Berührung vermuten können. Zwei sogar noch. Da waren ja die Doppel-Ferraris dann wieder da. Ja. Auf Motte, dass ich da auch wieder hocharbeiten könnte, wie es bei dem Qualifying war. Alle drei Ferraris vorne drin. Aber auch im Mittelfeld wieder die schön das Dreier gespannt. Da wird sich nochmal ordentlich mal verguckt. Wo ist er? Nochmal Platz, lass mich schnell überholen. Auch hier die Abstände. Oh, wieder richtig schön. Wow, hinten Windschatten mitgenommen. Also entweder wollten sie sich gegenseitig pushen und hier natürlich jeder führende. Mr. Anderson hier mit seinem dicken Ferrari, beste Zeit von 1:34.005. Ich würde mal sagen, das ist auf der Start- und Zielgerade genau. Noch mich überrundet, so nach dem Motto. Schnupper mal Ferrari. Und in dem Fall ein herzlichen Glückwunsch auch zum Rennergebnis. Und ja, erster Ferrari, zweiter BMW und dann natürlich auch den drittplatzierten mal einen Ferrari. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Von den Highlights, hat ein spannendes Rennen. Das nächste Rennen findet natürlich am 9.9. statt. Und wenn euch das gefallen hat und ihr gerne mehr von diesen Video-Zusammenfassungen hören möchtet, dann gerne den Daumen da lassen und natürlich auf YouTube gerne mich kostenlos abonnieren. Ihr findet mich mit den neuen Zeiten, Streamzeiten ab den 1.9. von montags bis freitags, hier regulär immer 8 Stunden, je nach Streambeginn. Und ja, wünsche euch in dem Fall noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.